Es gab am heutigen Montag, wo ich das aufnehme, eine neue Server-Patch-Version. Und ich bin gerade ungelogen hier gespawnt. Und warum auch immer steht hier jetzt so ein Typ wieder neben mir. Ich hoffe, die sind nicht alle wieder auferstanden. Ne, der da hinten ist down. Warum steht der denn hier wieder? Ich hoffe mal, wir können ihn jetzt einigermaßen beseitigen. Niemand weiß übrigens, was dieser Server-Patch genau macht. Ach, war der letztes Mal da runtergefallen, deswegen saß der da unten. Ah, okay. Ja, also FromSoft hat wie immer keine Patch Notes veröffentlicht. So immer nach dem Motto, we fixed a few things. Das ist dann alles, was kommt. Mehr weiß man leider nicht. Ich gucke mal. Ich glaube, hier drüben ist ein Shortcut. Erstmal ist hier noch ein Item. Das ist eine Titanitscherbe, jawohl. Und hier müsste ein Shortcut sein. Ja. Da kann ich mir unten die Tür aufmachen. Zack. Gut, das heißt, ich muss an diesen komischen ganzen Arschlochritter nicht wahrscheinlich nicht nochmal vorbei. Das ist schon mal vorteilhaft. Und ja, jetzt kommen wir wahrscheinlich Richtung Anor Londo, wenn ich das da richtig sehe. Hier ist aber noch Zeug, das ich haben will. Drachentöter Großbogen. Und Pfeile. Diese speerartigen Pfeile wurden vom Riesenschmied der Götter angefertigt. Sie können nur mit großen Bögen verwendet werden. Angeblich verwendeten Drachenreiter im Zeitalter der Götter diese großen Pfeile. Sie durchschlagen praktisch alles mit Leichtigkeit, auch Menschen. Der Riesenschmied der Götter, den trifft man in Dark Souls 1. Auf jeden Fall. Drachentöter Großbogen. Großbogen der Drachentöter aus dem Zeitalter der Götter, der viel größer und verheerender als andere Bögen ist. Er muss zum Abfeuern im Boden verankert werden, was den Schützen angreifbar macht. Er benötigt besondere Großpfeile. Okay. Da kenne ich eben noch eigentlich noch die Leiche von dem Typen. Okay, scheinbar nicht mehr. Der ist doch hier runtergefallen, oder? Hey. Manchmal macht das Spiel komische Dinge mit mir. Naja, whatever. Wir kriegst du mal eben wieder da hoch, wo wir eben waren. Ich hatte eine kleinere Pause gemacht, nachdem ich beim letzten Mal hier diese tollen Viecher da unten getötet habe, da links. Und ja, bin jetzt heiß drauf weiterzumachen. Sorry übrigens für die etwas kürzere Folge gestern, ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, dass die nur 29 Minuten lang war. Gucke, dass ich das heute ein bisschen ausgleichen kann. Gibt ja doch mittlerweile einige treue Zuschauer, die ich habe. Danke dafür übrigens. Immer sehr angenehm, wenn das ein bisschen gewürdigt wird, wenn man irgendwas macht. Hier ist nichts drunter, hier auch nicht. Da komme ich nicht hoch, glaube ich. Ne, da komme ich nicht rüber. Okay, bleibt nur der Weg hier rein. Aha, okay. Nahkampf wird benötigt. Ich glaube, hier ist ein bisschen was am Buggen. Ich vermute mal, dass hier eigentlich eine unsichtbare Wand sein sollte, weil wir sind hier in der Dark Mountain Tomb. Und eigentlich sollte hier eine unsichtbare Wand vor mir sein. Hier ist aber keine. Oh, da ist ein Pilger, wie Joel. Hi. Welcome, our gracious Lord. Your spouse awaits you. You are very near. Please take the sword of Avowal. May you be the truest Lord of Londor yet. Okay, gib mir ein Schwert. Und ich soll hier scheinbar jetzt Anri heiraten. Danke. Your spouse
awaits you. You are very near. May you be. Okay. Lesen wir uns mal das Schwert gerade durch. Wo ist das Schwert der Bekenntnis? Das scheint keine richtige Waffe zu sein. Nee. Das E-Ritual erzeugt einen wahren Höhlenfürsten. Zeremonielles Schwert von Londor kann nicht als Waffe angelegt werden. Es heißt, das Eheritual kündigt einen wahren Höhlenfürsten an. Der Name deines Partners ist Anri. Sehnsüchtig wartend auf den rechtmäßigen Fürsten tief innerhalb des Mausoleums. Okay. Was gibt's hier? Blechhelm, Blechrüstung, das Blechset. Dies ist die Rüstung eines Ritters, der einst als Finstermond bekannt war. Es heißt, im Inneren dieser Messingrüstung verberge sich etwas Grässliches. Ihre Silhouette hat weibliche Züge. Das ist die Firekeeperin aus Anor Londo, hundertprozentig. Die hatte sowas nämlich an, das Brass-Set. Ja. Und das Grässliche, was sich da drin verbirgt, ist die Humanity, weil sie quasi eine Firekeeperin auch war. Vision von Traurigkeit. Okay. Tränen voraus. So, da ist Anri. Königin wird benötigt. Liebe? Nur Bedauern voraus. Ah ja. Sie hat ihren Helm abgelegt, ihr Gesicht bedeckt. Okay. Ritus der Bekenntnis. Und dann mal los. What? Was ist das denn für ein Ehegelübnis? Ich habe André jetzt ein Schwert in den Kopf gerammt und drei dunkle Dinger bekommen. Ich habe jetzt 8 davon, dunkle Siegel. Okay. Das ist ja hervorragend, was hier passiert ist. Umkehrring. Männer können Frauenaktionen ausführen und umgekehrt. Dieser göttliche Ring wurde der Finstersonne Wendelin, also Gwendolyn, in seiner Jugend verliehen. Lässt Männer weibliche Aktionen ausführen und umgekehrt. Wendelin wurde durch die Aura des Mondes wie eine Tochter herangezogen und soll sich wie eine launische und grüblerische Göttin verhalten haben. Okay. Ja, ich weiß nicht, was wir jetzt gerade hier mit Anri gemacht haben. Offensichtlich haben wir sie gerade geehelicht. Hut ab. Hat, ich glaube, Yuria ist mir ein paar Erklärungen schuldig. Die sollten wir demnächst mal aufsuchen. Im Übrigen ist das hier der Raum, also diese Finstermond-Gruft, wo der Bosskampf, der geheime Bosskampf gegen Gwendolyn in Dark Souls 1 stattfindet. Also es ist wirklich, das ganze Spiel wird immer mehr voll mit Dark Souls 1 Referenzen. So, er ist jetzt hier tot, okay. Ah, hat mir Chamäleon mitgebracht als Spell. Verlorener Zauber aus Ulusil, dem Land der alten goldenen Zauber. Verwandelt den Wirkern etwas Unauffälliges. Dieser Zauber entstand nicht durch gezielte Entwicklung, sondern aus dem Streich eines jungen Mädchens, das genug von seiner Einsamkeit im Dämmerwald hatte. Ja, wahrscheinlich Dusk. Könnte ich mir so vorstellen. Okay.
Was gibt's hier hinten noch? Hebel voraus. Springen wird benötigt, auf jeden Fall. Nochmal eine Glut. Heimfahrt voraus, deshalb Zeit für Mut. Ich denke nicht. Hier wird nämlich der ein oder andere rübergelatscht sein und... Ja. Ich denke mal, wenn man den Hebel hier entsprechend dreht, kann es sein, dass irgendwie eine Brücke ausgefahren wird. Yep, genau so. Der alte Mechanismus funktioniert immer noch aus Dark Souls 1. Ja, und ich müsste erstmal jetzt ein ernstes Wortchen mit Yuria reden, wenn wir irgendwo ein Bonfire finden. So, hier sind wir hier. Ja, da kann ich mir auch quasi die Brücke hinmachen. Und da oben muss ich quasi am Ende hin. Dann drücken wir doch mal. So, jetzt haben wir eine geile Aussicht hier auf jeden Fall gerade. Lothric Castle da hinten. Ich hoffe, ich jump hier nicht gleich runter. Da ist Lothric, da oben kommen wir her. Einem der Türme. Ich glaube, ziemlich genau, wo ich drauf gucke. Da hinten links ist nämlich der Ausgang. Das Tor kann man ganz leicht sehen. Da auf der hohen Mauer bin ich gelandet. Da in das Untoten, in die Untoten-Siedlung gegangen, wo ich dann drin war. Da ist das fluchverdeppte Großholz drin gewesen, in diesem Kloster oder was auch immer das ist. Auf der anderen Seite, Cathedral of the Deep, kann man nicht sehen von hier. Unter der Mauer ist der Sumpf und Path of Sacrifice. Da ist Farron Keep, da sind wir durchgegangen, unterirdisch quasi durchgegangen. Und dann mehr oder weniger, ja, da über diese Brücke, sind wir rausgekommen, über diese Brücke über die groß gegangen. Einmal durch Irithiel durch. Und hier in der Kathedrale, in der haben wir Sullivan umgebracht. Und dann quasi sind wir jetzt mehr oder weniger in Anor Londo. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, aber das ist Anor Londo. Ich hoffe, dass ich jetzt irgendwo ein Bonfire finde. Ja. Anor Londo, eine Location aus dem ersten Teil. Ja, und das ist auf jeden Fall auch hier die alte Festung von Gwyn, dem ersten Lord of Cinder. Der erste, der das Feuer gelingt hat. Wir gehen jetzt aber erstmal kurz zurück zum Firelink-Schrein. Ich hätte gern ein paar Antworten von Yuria. Was ich da gerade gemacht habe und warum ich Anri ein Schwert ins Gesicht gesteckt habe. Und das dann Ehegelübdes nenne. Ich glaube, es läuft eigentlich anders. Und die Asche von einem Ostländer haben wir auch noch dabei. Ah, our lord and liege. I presume thy holy vows are sworn. Wonderful. Now thou art the true and deserving lord of Hollows. With the spouse, the strength to claim the fire is thine. Thy lordship, I prithee wrest the fire from its mantle. I, Yuria, and all Londor embrace thy impending lordship. Ja, okay. Our lord, and I prithee, play the usurper. When the moment cometh to link the fire, wrest it from its mantle. The age of fire was founded by the old gods, sustained by the linking of the fire. But the gods are no more, and the all-powerful fire deserveth a new heir. Our Lord of Hollows, it shall be who weareth the true face of mankind. Our Lord, I prithee, when the other Okay, also sie möchte, dass ich quasi das Feuer nicht
linke, wie es eigentlich hier die Firekeeperin etc. möchte, sondern dass ich das in mich selber quasi aufnehme. So ähnlich wie Gwyn das. Oh, hello, you're back. Nicht so wie Gwyn das macht, sondern Gwyns Macht sozusagen auf mich übertrage. Okay, da muss ich mit Ruhe nachdenken, wie ich das mache. Ich hatte fast keine Pfeile mehr. Warte mal, hast du Giftpfeile? Nee, du hast keine Giftpfeile. Goodbye. Oh, this place. Habe ich irgendetwas, was ich abgeben kann? Ich glaube nicht. So, meine Waffe kann ich glaube ich auch noch nicht verstärken, weil mir ein... Ja, eine Funkelstelle, was ich verkackt habe, fehlt mir jetzt leider. Mega ärgerlich. Gib mir ihm mal die Asche. Gracious, passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. Okay, kein weiterer Kommentar dazu. Die Asche eines Ostländers haben wir jetzt abgegeben. Ja, jetzt können wir auf jeden Fall schon mal große Titanitscherben kaufen, das ist schon mal gut. Das Nodashi kaufen. Was ich glaube ich aber eh schon bekommen habe. Ah, und das Lordrex Set, auch aus Dark Souls 1. Helm der Gunst. Dieser Helm des bedauernswerten aufgenommenen Ritters ist das Symbol der Liebe der Göttin Fina. Als Schiffbrüchiger im Meer der Isolation konnte er sich nur der Liebe seiner Göttin gewiss sein und schwor allem anderen ab. Die Vorderseite der Rüstung schildert die Umarmung der Göttin. Ignoriert wird dabei die Tatsache, dass ihre Liebe in Wahrheit so launisch wie das Wetter ist. Und der östliche Helm. Typischer Helm eines Landes im Osten. Ihre kunstvolle Verarbeitung und ansprechende Optik machte diese Helme beim Adel zu begehrten Sammlerstücken. Bietet hervorragende Schadensminderung, vor allem bei Hiebangriffen mit Katanas, die im Osten in vielen Schlachten eingesetzt werden. Okay. Holzmaserring. Dieser besondere Ring aus einem Land im Osten besteht aus Metall und ist mit einem Holzmaserwappen verziert. Er verlangsamt den Zerfall der Ausrüstung. Schwertkämpfer aus dieser Region versehen die Klingen ihrer Schwerter mit besonderen Worten und werden von diesem Ring von Natur aus angezogen. Okay. Ashen One. Also zumindest können wir jetzt Waffen immer direkt auf plus 6 pushen, das ist schon mal gut. Nein, falsch abgebogen. Zu ihr wollte ich noch. Ich glaube, einen Spell konnte ich noch kaufen. Ne, kann ich nicht mehr. Ich muss für sie auf jeden Fall noch wahrscheinlich ein oder zwei gute Folianten finden. Da könnte ich mir vorstellen. Mit Ludlev können wir nochmal eine Runde reden. Ob er irgendwas uns mitzuteilen hat. Aha, thou returned. So. Ah, most illustrious. And okay, er hat mir nichts Neues zu sagen. Hat er irgendwelche neuen Waffen? Auch nicht, glaube ich. Nö. Okay. Dann würde ich sagen, leveln wir noch mal eine Runde auf. Welcome home. Very well. Then talk take no. Let these souls be true. 25 Vitalität ist, denke ich, ganz okay. 20 Kondition. Ja, das lassen wir mal so.
ich erstmal ganz gut mit leben mit den Werten. Farewell, Ashen One. May the flame. So, und dann gucken wir uns mal in Anolondo um. Hoffe, ich habe jetzt irgendwie nichts vergessen. Also Yuria möchte scheinbar mit ihren Anhängern, dass ich, wie gesagt, das Feuer usurpiere und mir das quasi nehme, mehr oder weniger. Und da reicht die Brücke doch gar nicht bis zur Ruhe, oder? Nee. Und eben nicht das Feuer linke und sozusagen das Zeitalter der Götter noch mal weiter verlänger, wie die ganze Zeit eigentlich schon das der Fall ist. Sondern ich soll, aus ihrer Sicht soll ich es quasi beenden. Und dann eben das Zeitalter der Menschen einläuten. Du hast noch einen Kollegen mitgebracht, okay. Das ist ja quasi dieser ewige Konflikt. Das sind auch der Konflikt der beiden Schlangen in Dark Souls 1. Carve und Front heißen die. Und der eine ist eben dabei, das Zeitalter der Menschen sozusagen einzuleiten und der andere möchte das Zeitalter der Götter sozusagen weiterführen. Gibt es immer noch? Nee. Dachte schon. Ist die Frage, ob ich hier weitergehe oder ob ich erstmal in das entfernte Anwesen jetzt gehe. Das war ja auch noch da. Dieser Dungeon. Ein bisschen Titanit wäre hier noch ganz nice. Hier ging es zu einem der coolsten Bossfights in Dark Souls 1. Ornstein und Smough. Oder Smough. So. Oh, der hat rote Augen. Auch eine kleine Titanitscherbe. Sehr schön, sehr schön. Und Seele eines entmutigten Ritters. Okay. Schöne Aussicht haben wir hier auf jeden Fall. Sorry für den kleinen Cut, den es gab. Ich muss einmal kurz eben die Tür öffnen. So, hier komme ich nirgendwo sonst hin. Das ist einfach wirklich nur so eine Aussichtsplattform. Hier drunter. Ja, da ist auch nichts. Da ist eine Tür. Okay. Die zu ist. Super. Macht doch niemand auf von innen. Testen nochmal die andere Seite. Was steht hier eigentlich? Scheint vertraut, ja. Scheint sehr vertraut. Wie gesagt, Dark Souls 1 Let's Play incoming in irgendwie einem Monat oder so. Ziemlich sicher, wenn ich hiermit durch bin. Da oben komme ich rein. Wenn ich nicht alles täusche, müsste es da zu dem Riesenschmied gehen und zu dem Schmied der Götter. Kann ich da ein Item sehen? Ne, das scheint dann nur so durch. Da müsste der Riesenschmied drin sein. Traurigkeit. Okay, ich glaube, der ist tot. Ja, das ist sehr schade. Das verdienst du nicht, Freund. Ja, das war der Götterschmied in Dark Souls 1. Auch genau an dieser Stelle. Kohle des Riesen. Die Hüken von Blitzen simpel und chaotisch.
Es heißt, der Riesenschmied von Anor Londo sei einst der Schmied der Götter gewesen. Dem Schmied im Schrein geben, um Edelsteine für die Durchwirkung blitzen, simpel und chaotisch zu nutzen. Okay. Ja, schade. Der hat auch echt gute Waffen geschmiedet in Dark Souls 1. Hier ist alles so mit Asche besudelt oder so. Keine Ahnung, was das genau hier ist. Ging's hier nicht damals noch raus? Ne. Ich gucke mich zuerst mal um bis zum nächsten Bonfire und dann entscheide ich mich, ob ich hier weitermache oder ob ich in dem entfernten Haus weitermache. Weil da würde es, sollte es ja auch Siegwart hingezogen haben. Jo, die große Halle. Und da hinten war früher der Bosskampf, also da drin. Hier sind die Diakone, sind hier, also diese Priester. Ich könnte mir vorstellen, dass Aldrich tatsächlich das hier erstürmt hat. Nicht voraus zerstörte Ausrüstung, deshalb nicht voraus Umweg. Ja, stimmt, früher gab es hier einen Shortcut. Vorsicht vor oberhalb. Holy shit. Das ist ja so ein hässliches Vieh. Das an der Decke hockt. Ja, ich denke, da hinten wird es zum Bossfight gehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass Aldrich hier Anor Londo gestürmt hat. Mehr oder weniger. Mit seinen Anhängern. Und dass er quasi Gwyndolin auch getötet hat oder gegessen hat. Komme ich hier irgendwo noch nach rechts? Ja. Hier geht's nicht weiter, okay. Die schießen da von drüben auf mich. Das heißt, ich sollte die erst ausschalten auf der anderen Seite. Dann könnte dieser eine Raum in Irithiel scheinbar als die Welten zusammengeführt wurden, wo diese ganzen Silver Knights noch drin waren. Könnte ich mir so erklären, dass die quasi bis zum Ende mit Smo als Anführer durchgehalten haben und sich dagegen gewehrt haben. Weil eigentlich war Smo nämlich auch kein Ritter gewesen. Es könnte aber sein, dass er dann den Ritterstand erhoben wurde, um eben diesen einen Raum da zu verteidigen. Diese ganzen alten Items noch von ihm und von Ornstein drin waren. Und diese ganzen anderen Dinger. Beweis der Eintracht. Okay, haben wir schon eins von. Wirklich viele von diesen Viechern am Start. Ach, natürlich. Und diese Dicken, die haben auf einmal unglaublich viel Poise aus dem Nichts heraus. Ja, das geht ja richtig hervorragend, was ich hier mache. Au. Ich mache meine Fackel quasi mehr Schaden als meine richtige Waffe. Ich würde mir vielleicht meine Feuerwaffe verzaubern. Könnte helfen. Dabei habe ich nicht Feuerpfeile equipped. Ja. Das macht jetzt auch nicht wirklich so viel Schaden. Macht ein normaler Fall. Die Dinger sind einfach nur Kacke. So, da oben hängt immer noch dieses Viech an der Decke, was mich gleich beehren wird. Da bin ich mir schon ziemlich sicher.
Ach du Scheiße, Mann, wie viele Viecher sind denn hier? Habe ich noch Bomben? Nicht wirklich viele. Macht euch Feuer überhaupt was? Schon eigentlich, also Feuerbomben machen viel Schaden. Nur alles andere irgendwie nicht so. So, okay. Kleine Titanic-Cherry, die kannst du dir sonst so hinstecken. Hier sind immer noch mehr davon. Hier lag doch auch noch ein Item, meine ich. Ja, Mondlichtpfeil, okay. Davon werde ich mit die Tür aufmachen können. Ich glaube, das mache ich auf jeden Fall noch. Wenn mich dieses Viech dann nicht anfällt. Dieses nette Biester. Was auch immer du bist. Okay, du kannst mich cursen. Das finde ich schon mal nicht so geil. Du kannst da raus. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. In der Nähe bin, werde ich schon gecursed von dem. Okay. Rubin von Aldrich. In diesem deformierten Ring hat Aldrich der abgründige Heilige zurückgelassen. Regeneriert Trefferpunkte aus kritischen Angriffen. Aldrich, berüchtigt für seinen Fleischeshunger, hatte anscheinend den Wunsch, seine Freude am Aufsaugen der letzten Lebenszuckung, das Laben an den Schreien seiner Opfer, mit anderen zu teilen. Ja, ganz reizend. Ganz, ganz reizend auf jeden Fall. Links deshalb Vorsicht vor Hebel oder deshalb versucht Hebel. Ja, mehr ist jetzt hier nicht drin. Okay, hier ist noch ein Mimik wahrscheinlich. Kette nicht sehen, das ist ganz uncool. Die Kette zeigt nach hinten, passt eigentlich. Kein Mimik. Müssen wir mal neue Bomben kaufen, glaube ich. Die sind hier schon recht praktisch. Ich riskiere es und mach's. Aber ich schlag's einmal. Okay, ist kein Mimik. Ne, ist so Scherbe. Okay, nett. Hat sich das schon mal ein bisschen gelohnt. Die Frage ist, will ich jetzt schon hier diesen Bossfight machen? Ey, hier kommt mir noch mehr von der Decke gefallen. Alles andere hier habe ich jetzt. Dann stelle ich mich mal hier draußen hin. Und überlege mir zur nächsten Folge, ob wir hier den Bossfight machen. Oder ob wir erst was anderes machen. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.